müssen. Wir müssen zwei von den Schutzpfeilen. Das ist mein Vorrat an alkoholisch jetzt. Der Dumbo. Ja, oh Mann. Da Simi. Komm ich nicht durch. Da jetzt fahre ich nicht. Und jetzt ein Schüde Bruno. Wollen wir nicht weiter mit dem Schloss machen? Nein. Von der Jägerhütte müssen wir eigentlich zwei Pfeile abbauen, also nur ansägen, schräg. Ich glaube, sie hat da Werkzeug rumliegen. Wenn der Nein, hat er nicht. Der war ja blöd. Wir fahren rückwärts, sechs ist das. Rückwärts, jetzt fängt er schon das Leiden an. Rückwärts. Das war beabsichtigt, hast du gesagt. Willst du mal da hinten rumfahren? Ja, klar. Ja, fahr. Gib Gasse! Wir haben Zeit, wir haben Alkohol. Mach Musik! Mehr. Lauter! Pussy! Das muss man nachher schicken. Das muss man nachher schicken. Ey, Dumbo, da hängt eine Antenne runter. Ah, jetzt halt weiß ich wohl. Da ist ein Bankel, da fahren wir jetzt rein. Was hast du gespürt? Na, so leichtes Kratzen halt. Ach so. Ja, das kann es groß sein, wenn sie. Ja, wenn wir aufgeschlagen werden. Das ist interessant, das haben wir heute noch nicht. Wenn wir stecken bleiben, das wird das Video des Jahres. Es gibt Klicks im Internet. Ein paar Millionen Klicks. Ist für euch auch jemand YouTube angemeldet? Nein, ich war bei meinem Video angemeldet. Ja, fahrt dahinter! Jetzt haben wir ja schon fast außenrum, oder? Jetzt verfahren wir uns dann, so wie die anderen sich überlaufen haben. Wieder warm, Pepsi! Wo keiner noch ein bisschen was davon getrunken hat. Alles. Boah, wenn der Grafenfelser der Ding dort wäre, Alter. Boah, den würden wir wegsaufen. Das wäre schöner gewesen. Wow, da geht's aber noch. Hey, schmeiß mir den Egerstand um. Ja, einfach nur schräg ansägen. Und nein, nicht aussägen, einfach umschmeißen. Das mache ich nicht. Nein, einfach schräg anschneiden und wenn er dann draufsteigt, dann voll umkippen. Das war's, also wenn wir den umschmeißen. Ich glaube, dass wir da echt irgendwie hinkommen. Ja. Ich glaube, wir sind mittlerweile schon am dritten Bayern. Fleu dich nicht zu früh. Ja, und wir haben Zeit. Das ist, glaube ich, eine sehr nasse Gegend da heraus. Wir haben Zeit, aber kein Geld. In der Nacht, wenn dann alles feucht ist, bleiben wir stecken. Oder? Ja, schau, haben wir doch schon mal. Oh, der Jägerstand war geil, den kann man echt umfassen. Geht's dann rüber? Nein, geht's nicht. Der darf nicht reinfahren, der Wachstabli ist groß, das ist ein Zeichen, dass es nass ist. Jetzt also, ach so, nur weil's nass ist, kommt er um die Wand. Ja, das was da hinten steht, so dünn besiedelt. Das ist meistens so ein Zeichen, das wächst bloß, wenn es nass ist. Du kannst vergessen, wir kommen hier nicht weiter. Ja, und wie fahren wir dann nochmal einmal raus? Wir fahren jetzt wieder zurück. Mm-mm. Na. Ja, wie willst du das anders machen? Boah, fahren wir irgendwo hin, wo es Gaudi macht. Ja, genau, und was machst du mit den anderen zwei? Ja, die holen wir halt noch. Die hol ich. Na, die holen wir schon, aber wir können ja. Die haben zu dritt auf den Rollerplatz. Außerdem ist das der Tami ihr Alkohol. Ja, und? Ups. Ey, was die schon von mir Geld gekriegt hat, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dass ich schon Hauspartys gemacht habe, wo dann die Bullen da gestanden sind. Ich glaube, jetzt habe ich einen Pfosten überfahren. Der Alkohol, der schmeckt in meiner Leber. Die hat sich noch nicht beschwert. Ja, ich habe letztens Hausparty gemacht, da habe ich 50 Euro für Alkohol ausgegeben. Das ist ja noch gar nichts. Ja, das hat gelangt für 4 Personen. Der Mango-Scheiß schmeckt geil, Mann. Haben wir da noch? Yep. Ja, und da war ich schon voll zu, damit er den klingelt, macht die Tür auf, stehen die Bullen vor der Tür. Ja, warum ist das auch mal schon überraschend? Ich hätte eigentlich sagen sollen, ja, kommt rein, Bier ist einfach geradeaus weg. Was? Jetzt fick dich doch, Mann. Da hängt sie. Das Auto jetzt aus. Da hängt sie. Ich hoffe, wie das Auto jetzt aus. Geh mal lang. Der war ein bisschen Acker fahren. Ja, genau. Es ist trocken. Nein. Und in der Wiesen? Kauf dir einen Jeep, dann kannst du das machen. Nein, ich komme in den M-Betrag. Fahren wir irgendwo hin. Also, schau ein bisschen zu, was für Flieger das landen am Flughafen. Vielleicht kommt der Flieger.